So, da wären wir wieder. Mit Eurotruck. Eurotruck-Werbeschild. So, wir müssen hier rumfahren, denke ich, ne? So, wie sieht's denn eigentlich aus? Es ist Samstag. Oh. Wir haben noch bis abends Zeit. Na, dann sollten wir uns trotzdem sputen, ne? So, wie viel Uhr ist es denn eigentlich? 9 Uhr früh. Na dann. Dann geht's auf. So, wir müssen, glaube ich, hier rechts weg. Soweit ich mich dessen noch erinnern kann. Und da, wir müssten, nee, tanken müssen wir noch nicht, oder? Sag mal, hat der wirklich so viel Sprit? Denkt's mal an. So, und nun, ja, jetzt müssen wir noch, genau. Genau, wir fahren jetzt immer den Kreisel hier und Kurven und überhaupt. Sag mal, hört die Kurve auch mal auf? Ist ja ewig, oder? Total der Nebel, ich mach mal ein bisschen Licht. Wohin fahren wir denn hier? Ostrolewski. Ja, ich glaube, wir müssen nach Ostroleka. Wir fahren gerade über die drüber. Mehr oder weniger gerade. Weil wir ja... nicht anhalten. Weil wir ja da hinten einen Schwerlasttransporter dran haben. Und fahren, glaube ich, hier durch. Ja, ja. Dann? Und dann? Bialystok. Und nach Ost... Wie hat das geheißen? Ostroleka, ne? Und da habe ich mal aufgeschrieben, bei Ostroleka links. Total die Waschküche hier. Aber total wieder irgendwie landschaftlich ganz anders, oder? Irgendwie cool. So. 70, aufgepasst. Huch, beinahe noch rausgefahren. So, 70. Ich möchte nicht noch eine Geschwindigkeitsüberschreitung, obwohl. Darauf kommt es jetzt eigentlich auch nochmal drauf an. Besser wäre es, wenn wir jetzt noch unfallfrei blieben und vor allen Dingen rechtzeitig ankämen. Das wäre mir viel lieber. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung, ja, die würde ich noch hinnehmen. Vor allen Dingen wäre es gut, wenn wir hier die richtige Richtung fahren würden. Was sind wir denn jetzt? Willkommen in... Was ist denn das? Ach so, Entschuldigung. Kleine gehen bei euch die Kreisel nicht mehr, oder? Das Kleine geht's nicht. Gut. Nee.
Doch. Links. Was, links? Schau lieber nochmal. Rechts, natürlich was rechts. Ist so auch nach Warschau, ne? Hätte ich ja gleich sehen müssen. So gut. Dann rechts. Und dann? Jetzt habe ich mal aufgeschrieben. Links. Aber wo? Links. Ja, das wird noch ganz komisch hier oben. Links. Und dann wieder rechts, habe ich mal aufgeschrieben. Also erst links, dann rechts. Was stehst denn du da rum? Arla Sonnenblume. Eieieiei. Das. Ob wir das schaffen? Das waren noch so viele Dinge dazwischen, die bei weitem kompliziert waren. Die richtig kompliziert waren. So, was haben wir hier? Moment. Baustelle. Okay, Baustelle, da können wir noch gerade so mit umgehen. Boah, 20. Ach, rot. Halt mal, dann können wir nochmal drauf schauen. Oh Gott, wir müssen noch ewig weit fahren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwo rausfahren. So, ich hätte nochmal schauen können. Warte mal, ich schaue nochmal. Wir müssen dann hier oben irgendwie links, ne? Und dann gleich wieder rechts. Ja, habe ich schon richtig aufgeschrieben. Erst links, dann rechts. Passt schon. So, was ist jetzt hier? Wird es noch was? Aber schön. Also, ich sag doch, Polen ist super. Kann man noch irgendjemand sagen, was ich überhaupt fahre hier? Das wäre echt super, wenn man das noch jemand sagt. Wahnsinn. Da drüben. Habt ihr es gesehen? Hilfe! Gut, haben wir auch das. So, was habe ich gesagt? Na gut, wir müssen jetzt erstmal hier irgendwie raufkommen, ne? Und wir können hier noch irgendwo ins Nirvana fahren. Kann auch passieren. So ist es nicht. Wahrscheinlich hier. Könnte es nochmal gefährlich werden. Hm. Ich würde mal beinahe behaupten, wir fahren dieses Augusto, oder wie das Ding heißt. Ja, ich habe vergessen zu blinken. Jetzt ist es eh zu spät. Was sagt ihr? Richtig? Oh man. Oh man. Jetzt bin ich mir schon wieder nicht mehr sicher, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind. Ist Polizei hier? Merkt die meine Unsicherheit? Wahrscheinlich, ne? Tatsächlich. Steht hier am Wegesrand. Steht hier einfach am Wegesrand rum. Und macht mich nervös. Aber von einem Kreisel? Habt ihr einen Kreisel dazwischen gesehen? Ich kann mich gar nicht an einen Kreisel entsinnen. Und schon gar nicht an solche Straßen hier. Parkplatz? Schenker. Ja, ist immer blöd, wenn man nicht weiß, ist man richtig abgebogen oder nicht. No? Das sagt euch gleich das Licht. Ah. Ich meine, wenn wir jetzt richtig wären, dann müssten wir irgendwo links weg.
schon mal schön aus. Das ist der kleine Tümpel da links. Sieht aus wie künstlich angelegt. Puh. Ihr merkt, ich bin schon ganz schön aufgeregt. Ne? Gut, fahren wir weiter. Naja. Wenn? War da eine Ortschaft noch? Ich komme hier an keine Ortschaft mehr ins Sinn. Gefährlich, mein Bruder. Jetzt sind wir in dieses Augustdorf. Sind wir dort, ne? Was ist denn das da hier? Ein Kreisel. Wieso sind hier tausende Kreisel? Verdammt. Ich brauche keinen Kreisel mehr. Aber dieses Suwalki, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Das können wir nehmen. Das ist in Ordnung. Hinter uns ist ein Motorrad übrigens, falls es jemanden interessiert. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendjemanden von euch interessiert, aber es ist so. Suwalki ist nicht schlecht. Ja, komm, hier wirst du doch nicht überholen. Ja, genau, genau. Danke, danke. Dankeschön. Ach so, die meinen, das ist hier der, wo ich gesagt habe, links. Okay, okay, ist in Ordnung. Mhm. Ich meine, eure Kreisel sind ja ganz schön, ne? Aber ich meine, für LKW sind die echt nicht gemacht und schon gar nicht für Schwerlasttransporter. Wirklich nicht gemacht. So, und dann gleich wieder rechts, haben wir gesagt, ne? Nach Suwalki. Ach, war das nicht in Suwalki, wo wir erst links, dann rechts und whatever mussten? Bin ich noch dran sind? Also ich glaube, jetzt fahren wir nach Suwalki rein. Und dann müssen wir irgendwie nach Kaunas rauffahren. Ganz schön waldreich hier. Aber ich fand den Klang vom Volvo... Meines Erachtens nach war das schöner als hier der Klang vom Mercedes. Aber ich kann mich auch täuschen, weil ich wahrscheinlich meinen Volvo lieb gewonnen habe. Schätze ich mal. Ja, wir können ja auch. Irgendwann können wir ja auch wieder umsteigen. Ne? Was wird denn unser Fahrer jetzt machen? Was macht denn der denn für einen Auftrag? War das jetzt eine Krähe? Habt ihr eigentlich Kopfhörer auf? Weil mit Kopfhörern hört man natürlich das alles sehr schön. Ich habe jetzt so, ja, ich kann jetzt sagen 3D, aber es ist so Surround-Kopfhörer. Es ist jetzt nicht so, wie man ein 5.1-System hat oder was, aber es ist sowas Ähnliches. Suwalki. So, passt auf. Ich glaube, wir müssen da links. Und dann gleich wieder, also nicht hier, aber dort vorne, glaube ich, wieder rechts. Aha. Und dann und dann
gleich wieder links. Meines Erachtens. Irgend so ähnlich war es. Ja, und dann weiß ich nicht. Aber es geht eigentlich nach. Nee, nach Bialystok will ich aber gar nicht. Fahren wir jetzt hier falsch? Ich halte mal da vorne nochmal an. So. Nee, wir sind richtig. Sehr schön. Das hat ja mal geklappt. Gut. So, und jetzt? Ja, ich bin mal gespannt, ob wir hier bei diesem Kaunas einfach so gerade durchfahren können. Ich halte das für ein Gerücht, aber... Ja. Panevis. Okay. Ich finde es so schön mit den Hängern. Die Anhänger, es sind wirklich sehr viele, viele unterschiedliche Fahrzeuge unterwegs. Ne? Also man hat immer irgendwie, habe ich immer zu was zu schauen. Auch von der Landschaft her, ne, ist es wirklich, finde ich, schön abwechslungsreich. Ich bin mal gespannt, was die TSM vielleicht... ich hoffe vor allen Dingen, dass sie ihre Berge, dass sie die... Ja, dass sie die bereinigt haben. Ne? Mit dem neuen Patch. Das wäre wichtig. Weil wir sind ja da nicht drauf gekommen. Ne? Und nicht mal im Ansatz. So, jetzt bin ich gespannt, wie das in Kaunas abläuft. Ich ahne Schreckliches. Kommen nie durch. Nie. Nie, nie, nie. Kommen wir nie durch. Denkt ihr, wir kommen durch Kaunas? So steht denn hier eigentlich dran? Kaunas, ne? 99 Kilometer. Dann wären wir in knapp einer Stunde dort, ne? Jetzt ist es 14.06 Uhr. Ist es schon Samstag? Ja, ne? Vilnius. Kaliningrad. Es ist Samstag. Wir haben eigentlich nur noch... Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen bis um 23... Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nie. Können wir gar nicht schaffen. Wir verfahren uns ja außerdem noch dreimal. Mist. Wir hätten jetzt praktisch nur noch 5 Stunden. Wir hätten jetzt praktisch nur noch 5 Stunden... Also schlafen geht sowieso nicht mehr. Wir hätten jetzt praktisch nur noch eine Chance, wenn wir uns nicht mehr allzu weit verfahren. Allzu sehr verfahren. Dann hätten wir noch eine klitzekleine Chance. Aber wir können uns noch in Kaunas verfahren und es... Ihr wisst ja, hier oben gibt es noch 1000 Möglichkeiten, uns zu verfahren. Und ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Oft. Wir sind oft rechts ran hier, ne? So, jetzt sind wir schon im alten Mütterchen Russland. Ich sag's mal so. Also, eigentlich. Ja, in Russland nicht direkt natürlich, ne? Aber, wie gesagt, im alten Mütterchen. Kaunas.
Ja, das wäre schon perfekt, wenn wir hier geradeaus durch könnten. Riga? Wir müssen nach Riga. Wenn irgendwo Riga ausgeschildert wäre, dann würde ich sogar Riga nehmen. Sag mal, weil das anderes war irgendwo ein hier. 60? 50. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich bin wirklich. Schau mal kurz. Oh. Irgendwie müssen wir dann so ein bisschen rechts. Wo auch immer. Wartet mal, bei der nächsten Kreuzung schon? Ja, bei der nächsten Kreuzung. Aber wieso rechts? Eigentlich doch nicht rechts, oder? Doch. Ansonsten, wenn wir links gingen, wäre Quatsch. Brauchen unbedingt wieder eine Map und sowas, ne? Aber hier geht's doch geradeaus. Eigentlich. Ja, hier bleiben wir auch geradeaus. Das ist gar nicht so richtig angezeigt. Das ist hier die. Jetzt rechts, ne? Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist auch ein schönes Blau hier vorne, oder? Vielleicht steht der Rieger hier drauf. Weiß ja manchmal nie. Riga, Riga, Riga. Riga. Geradeaus. Vilnius. Rechts. So, und wie sieht's eigentlich aus dann Riga? Warte mal, ich muss mal kurz schauen. Oh, Riga wird ja total schlimm. So, wir müssen sowieso erst nach Panevėžys. Wenn Panevėžys hier kommen würde, wäre auch nicht schlecht. Und Riga, Entschuldigung. Hab auf meine Map geschaut. Hier. Fahrt ihr? Ja, Riga. Der Riga, 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 Riga. Also in Riga habe ich mal aufgeschrieben, kommt ein Kreisel. Ja, super. Jetzt stehen wir auf der Spur, auf der nichts geht. Vielleicht werden wir blinken und so tun, als ob wir rausfahren. Vielleicht lassen sie uns dann. Warte mal, hier hinten, da kommt jetzt keiner mehr. Aber jetzt fahren die auch alle, ne? Wahrscheinlich fährt uns jetzt noch der. Nee. Doch. Nee. Ich habe gedacht, der fährt uns noch in die Seite rein. Gut, hätten wir auch das gelöst. Ja, das ist ja alles nicht so einfach. So, was steht jetzt hier dran?
Riga rechts weg. Ja, dann fahren wir Riga rechts weg. Da hat doch auch dieses andere Dings da dran gestanden. Dieser andere Ort. Panna. Paya. Whatever. Fahren wir? Danke. Ganz schön aufregend hier. Panni Veyes. Oder so ähnlich. Panni Veyes. Also hier sind wir doch schon mal entlang gefahren, aber das war doch nicht so kompliziert, wie es jetzt ist. Ich glaube, da sind wir mit der TSM entlang gefahren. Ja, Riga wird noch mal ganz verrückt. Riga wird noch mal ganz verrückt. Ich glaube, durch Riga müssen wir auch irgendwie gerade... Was ist denn eigentlich mit unserem Tank? Sieht immer noch gut aus, oder? Kommen gut mit unserem Tank aus. Trotzdem, wie sieht es denn eigentlich mit unserer Zeit aus? 16 Uhr. Ja, das sagt mir noch gar nichts, weil ich weiß nicht, wie weit wir überhaupt noch entfernt sind. Wir sind noch ein ganzes Stück entfernt, das weiß ich. Wenn wir erstmal an Riga vorbei wären, dann wäre es nicht mehr weit. So weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie lange wir noch brauchen. Schau doch mal hin. Wir fahren... Wir haben doch noch ewig viel im Tank, oder? Ist das richtig? Ich finde ja immer die metrische toll. Machen die eigentlich, die das hier gemacht haben, auch den Farm Simulator? Aber der metrische sieht so cool aus. So, 90. 100. Wohin geht's hier rechts? Sag mir, es geht hier nach Riga. Nee, nach... Schon wieder nach Vilnius. Jum, fahren sie drauf. So, wo geht's hier hin? Nach Xiaoliau. So, hier fahren wir 90. Perfekt. Ich glaube, schneller kann ich auch gar nicht. Und hier fahren wir 70. Jetzt sind wir, ach, jetzt sind wir in diesem Panijewitz. Verdammt. Und in diesem Panijewitz? Warte mal, da schaue ich mal kurz drauf. Ja, da kann man gerade durchfahren, das ist super. Warum die immer uns außen rumleiten mit dem Navigationssystem, verstehe ich natürlich jetzt auch nicht ganz. Puh! Na gut. Dann sind wir zumindest nochmal auf der richtigen Linie. Ja, irgendwie passt das hier... Was ist hier bei den neuen Fahrzeugen mit den Personen nicht? Ne? Ihr seht, die sitzen drin ganz verkehrt. Boah, ist da drüben ein Stau. Schaut mal hin. Huch. Mitten in... Was ist das hier? Kanal oder was?
Boah, ich möchte nicht in dem Stau hier stehen. Boah, der ist ja ewig lang. Der ist ja ewig lang. Und echt Glück. So, jetzt kommen wir nach Riga rauf. Und es ist 16.44 Uhr. Wird knapp. Das wird echt knapp. Vor allem, wenn wir noch fünfmal stehen hier. Die fahren nicht. Ach, die fahren alle rechts weg. So, können wir hier noch rechts weg? Nee, noch. Nee, es geht auch gerade. Oh Mann, da, ein bisschen schneller werden es geschafft. Was versteht denn der überhaupt? Der mitten auf der Kreuzung. Aber ein bisschen schön hier. Huch, jetzt bin ich dir nicht verrückt. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir hier irgendwie über diese verworrene Kreuzung kommen. So, ich fahre jetzt einfach. Perfekt. Perfekt geweckt. So, 70. Aufgepasst. Riga. Bis 23 Uhr. Haben wir Zeit. Riga. Da muss ein Kreisel sein in Riga. Na, hoffen wir es mal. Ich habe schon lange kein Schild mehr Riga gesehen. Doch, hier. 144 Kilometer. Das sind fast 2 Stunden. Das heißt, in Riga sind wir ungefähr 17, 18, 19 Uhr. Nicht mehr viel passieren. Das wäre halt schön. Vor allen Dingen wäre es schön, wenn wir ohne große Komplikationen durch Riga durchfahren. Das wäre natürlich der Traum. Vor allen Dingen, wenn wir ohne diese blöden Ampeln hier. Die halten uns natürlich echt auf. Sag mal, bohren die da draußen? Irgendwo höre ich einen Presslufthammer. Sieh nur keinen. Aber Wahnsinn. Drüben steht ein Grubber. Dafür Dachse. Warten die jetzt dort? Dann könnten wir langsam fort, ne? Das wäre toll. Komm, grün. Grün, grün. Grün, danke. Ach da, tatsächlich. Schaut hin. Da hat wirklich jemand gestanden mit Presslufthammer. Da steht noch jemand. Der presst ja wirklich. Haben wir das schon jemals gesehen, dass da jemand mit Presslufthammer steht? Könnte mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ja, das ist eben bei, ich glaube, bei American Truck sind ein paar mehr Details. Deswegen möchte ich ihn unbedingt und gerne mal spielen. Natürlich mit der Coast-to-Coast-Mod. So, was hat uns denn das jetzt schon wieder... Oh, schaut hin, jetzt ist schon wieder 43. Ja, ich habe ein bisschen aufgerundet, glaube ich. Hoffentlich. Was ist denn jetzt? 50. Achso, wir fahren... Na, jetzt fahren wir nach Litauen. Waren wir in Weißrussland? Ich glaube, ne?
So, hier kommen wir wieder aufs Gas. 90. Und dann hoffentlich sind wir bald in Riga. Wenn wir einmal in Riga sind, oh Mann, das ist aber... Ah, schon wieder 6 Uhr. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ah, schon wieder eine Ortschaft. Ah. Und ein Kreisel. Ich sehe schon wieder den Kreisel. Riga. Okay. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Also wie gesagt, noch ein Stündchen. Ein kurzes, kleines Stündchen. Ja, bis 17 Uhr ungefähr. 19 Uhr ungefähr. Nein! Oh nein! Wir können jetzt nicht mehr schlafen. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll... Na gut, wir haben... Ja, ich sehe es ein. Wir haben Mist gemacht. Aber... Ja, okay, ich sehe ja ein. Oh. Also jetzt... Selbst wenn... schaffen würden, hätten wir immer noch das Schlafproblem. Und ich weiß nicht, wie weit es von Riga dann noch nach, ja, wie auch immer es, wie auch immer dieser Ort heißt, Ventspils oder so ähnlich, was habe ich mal aufgeschrieben? Ventspils. Puh, ja, das könnte durchaus. Ja. Das ist so schön von der Landschaft hier. Echt schön gemacht. Hinten ein Sendemast. Tanken brauchen wir nicht. Bleiben wir gleich hier drüben, oder? Es geht auch bestimmt eh gleich wieder rüber, oder? Ja, anscheinend nicht. Was ist denn das hier? Riga. Riga. Schöne Häuschen. Hier ist irgendwie eine Holz... Wie ist das? Ah, ich hab's nicht gesehen. Riga, da kommt's. Groß steht's dran. So, wir müssen zu einem Kreisel. Ja, nimm mir nicht die Sicht. Wir müssen zu einem Kreisel. Ach, das ist hier der Riesenfernsehturm. In Riga, okay. So, wir müssen jetzt zu einem Kreisel. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber bei mir steht hier Kreisel. So. Seht ihr schon den Kreisel? Ich sehe ihn noch nicht. Ist eine Riesenstadt, eine alte Hansestadt. Das sieht aus wie ein Kreisel. So gut. Da wissen wir Bescheid, ne? Okay, fahren wir. So, dann nehmen wir die letzte Ausfahrt. Dann
Dann schauen wir noch mal auf. Schauen wir lieber noch mal auf. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wo bin ich jetzt? Bin völlig falsch. Nee, ich bin nicht falsch. Ja doch, ich bin schon falsch, aber... Warte mal, ich fahre einfach hier einfach immer geradeaus. Und hier, das wird nochmal doof. Ich fahre einfach immer... Okay, und das wird da oben nochmal doof, okay? Na gut. Boah, zwei Motorradfahrer. Auch schon lange nicht gesehen. Das wird mehr als doof. Irgendwie immer geradeaus. Das ist wichtig. Wenn... Ich würde ja nichts sagen. Ich würde ja wirklich uns noch... Ich würde ja uns noch eine Chance geben. Wenn wir nicht müde wären. Vor allen Dingen, wenn wir nicht so viele Ampeln und Zeugs hätten. Boah, ich komme kaum hier rauf. Ich weiß gar nicht, wie viel mir hier fährt. Wahrscheinlich aber keine 80. So, was? Papita? Papa, what? Ich blick nicht mehr durch. Ich blick nicht mehr durch. Ventspilly. Richtig. Okay. Wow, was ist denn hier los? Wow. Nicht schlecht. So. Durchatmen. 100, was? 169 Kilometer, sind ja noch 2 Stunden. Das schaffen wir nie. Nie, nie. 2 Stunden. 2 Stunden ohne Übermüdung. Nie. 4 Minuten. 2 Stunden mit Übermüdung fahren. Halte ich für nicht machbar. Wir können, das ist, glaube ich, nicht machbar. Das ist, glaube ich, nicht machbar. Es ist, glaube ich, nicht machbar. Das Rote auch hier. Das hat was. Wir fahren irgendwo raus. Durch Übermüdung. Ich meine, okay, die Lenkzeitüberschreitung würde ich ja wirklich... Wir sind so jetzt hinten wieder drauf gefahren. Die Lenkzeitüberschreitung würde ich ja in Kauf nehmen. Aber wir fahren raus irgendwo. Das ist das große Problem.
So, wartet, aufgepasst. Gerade drüber. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gehört. Ich wusste nur nicht, wo er ist, genau. Ich hab ihn gesehen. Nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe ihn nur gehört. Oh, die Sonne. Die ist hier schön. Sehr toll. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir fahren können, bis wir rausfahren. Bis wir einen kompletten Blackout haben. Ich weiß es wirklich nicht. Vor allen Dingen war da noch mal irgendwas nach der Tankstelle. Muss man aufpassen, habe ich hier geschrieben, dass man nicht rausfährt. Noch was für eine Tankstelle. Wieso rausfährt? Ist Nirvana? Meinte ich das? Noch was für eine Tankstelle? Waren wir schon an einer Tankstelle vorbei? Der ist bestimmt auch total in Eile. Genau wie wir. Ist wahrscheinlich auch total übermüdet. Total ausgebremst. Mist. Ja, man merkt halt, ist auch total übermüdet. Warte jetzt mal rechts. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist das hier wahrscheinlich, was ich gesagt habe. Gott sei Dank kommt kein. Gott. So. Jetzt. Habt ihr geschaut, ob ein Zug kommt? Ja. Wo? Was? Wie weit ist denn hin? 21.21 Uhr. Na, wartet mal, der wollte doch um 23 Uhr. Ja, ja. Es ist alles sehr knapp. Es ist alles sehr knapp. Hör mal, endlich in diesem Ventspilzplizibizibums wären. Das ist noch ewig weit, oder? Wo ist dieses Ventspilzibizibums? Wo sind das jetzt? Wir sind im Ventspilzplizibizibums. Jetzt ist mir es egal. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen und schaue. Rechts, links. Dann sind wir da. Mir jetzt egal. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Wie schnell parken wir? Obwohl, wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit sogar. Ne? Wir hätten sogar noch ein Stündchen Zeit. Bei Bosch müssen wir rein, ne?
Ist doch hier jetzt gleich. Ist das richtig? Haben wir eigentlich schon was bekommen wegen Lenkzeitüberschreitung? So, wo haben sie denn uns was hingestellt? Sind wir überhaupt richtig? Ach da, Entschuldigung. Wir sind schon mal richtig. Was ist denn das hier? So, jetzt nicht ablenken lassen. Wir haben einen Schwerlasttransporter zu parken. Das wird sowieso nochmal das totale Chaos. Nope. No, nope. Nope, nope, nope. Ach, jetzt sehe ich's. Von gar nichts hin. Nicht so weit. Ah, das merkt man immer nicht. Bei den Großen merkt man es immer nicht. Bei den Schwerlasttransportern. Da merkt man immer nicht, dass man es schon zu weit gelenkt hat. Die muss man wirklich vorsichtig fahren. Sehr schön. Gut. Gute Arbeit. 10.000 haben sie uns abgezogen. Aber immerhin, ne? Immerhin. Ich meine, das ist noch eine Summe, die wir uns gefallen lassen. 10.000. Und da müssen wir noch bedenken, haben wir hier auch noch... Na gut, das geht. Und wir haben 93.000, das ist in Ordnung. Können wir mit leben. Da können wir echt noch mit leben. Da habe ich auch gar keine Probleme mit. Was hat denn eigentlich unsere Fahrerin gemacht? Oder unser Fahrer, vielmehr, oder? War das eine Fahrerin? Die ist... super! Wo bist du denn hingefahren? Was hast denn du gefahren? Wohin bist du? Wohin ist er denn gefahren? Der 1900 und ruht sich schon wieder aus? Was, Reese, was hast du denn gemacht? Fahrerin, ne? Was hast du denn gemacht? Na gut, lassen wir es ja trotzdem nochmal ausgeglichen weiterfahren. Danke, dass du uns so viel Gewinn bringst. Mit meinem Volvo. Wirklich super. Ruht sich aus in Berlin. Hat irgendwas in Berlin rumgefahren und ruht sich jetzt aus. Und wir sind einmal um die Welt rumgefahren. Danke, Ries. Danke. Wirklich nett. Das ist supi. Ciao, ciao.